Wir sind wieder am Start mit dem Season Mode von SmackDown. Here Comes the Pain mit unserer epischen Introduction sozusagen zu dem hoch antizipierten Pay-Per-View-Match zwischen unseren beiden Factions, der Corporation und dem Power Trip, in Form von Dwayne The Rock Johnson und Chris Jericho. Ja, ich bezweifle, dass das passiert ist, Leute. Also im Rock Bottom habe ich hier noch nicht gefressen. Also das ist ein bisschen frech hier. Aber wie es schon da unten steht, es ist Zeit für ein Ende. Wird diese Fehde jemals aufhören? Das ist die große Frage, die wir versuchen in dieser Folge zu beantworten. Ich denke, sie wird zum Ende kommen und ich denke, sie wird auch relativ schnell zum Ende kommen. Ich finde es ganz cool, so dieses Logo von der Survivor Series und so, das sieht echt ganz nice aus. Wir haben absolut nicht genug Experience, um hier irgendwas zu machen. Stable Add, kann man Stables createn? Interesting. Wir gehen mal kurz in die Shop-Zone nochmal rein. Wir haben die ganzen Arenas gekauft. Movesets. Ah, hier können wir die Superstars kaufen. Die sind ganz schön teuer. Ich bin mal für den Oldschool Undertaker. 35k kann man für den Taker mal ausgeben. Animal und Hawk. Aber für die haben wir alle nicht mehr das Geld. Die ganzen Movesets. Big Show's Attire. Kane's Attire. Chris Benoit. Chris Benoit können wir eigentlich mal holen. Einfach nur, weil der ja auch mit uns am Start ist. Edge, Scott Steiner, Vince, Brock Lesnar, Shawn Michaels, Divas Loading Screen, ja moin, Bra and Panties. Okay. Brock Lesnar holen wir uns noch als Attire. Warum nicht? Bin ich ein bisschen gespannt, was das genau ist. Aber jetzt haben wir genug geschnackt, jetzt gehen wir die Card von der Survivor Series rein. Goldust gegen Steve Austin, why the heck auch ever. Eddie und Chavo gegen Big Show und A-Train um die Tag Team Championships in einem Ladder Tornado Tag Match. Big Show und A-Train gewinnen, wen überrascht's. Und wir haben, wir haben sogar ein, ja stimmt, wir haben hier dieses Tag Team Elimination Chamber Match, ganz vergessen, ja. Unreal. Chris Jericho, The Rock und Booker T. Warte mal. Hä? Lol, das ist jetzt wirklich so, dass alle gegen mich sind? Holy shit, Digga. Das ist ja ein One-on-Five-Handicap-Match. Außer die kämpfen untereinander gegeneinander. Aber ich mag es irgendwie zu bezweifeln. So, Pay-Per-View-Tights sind ausgepackt. Climb the Cage. Aha, one in the shape of one. Ja, okay. Ah, man kann seine Diving Attack ändern, wenn man sich bewegt dabei. Ah, ich habe mich schon gefragt, wie man seinen Everlasting Elbow Drop ändern kann. Digga, das ist echt unfair, dass wir hier mit Kevin Nash direkt reingeschmissen werden. Muss ich mal ebenso erwähnen. Also, ich will ja nicht negativ klingen, aber ich glaube, die Chancen, dass wir dieses Match gewinnen, gehen gegen null. Ich werde natürlich trotzdem alles versuchen, aber ich sehe uns hier jetzt nicht unbedingt als Sieger rausgehen. Wir machen mal unsere schöne Strike-Combination. Da reagiert der gute Kevin Nash nicht so positiv drauf. Genauso wenig für den Backbreaker von hinten. Single-Leg-Dropkick auch wieder am Start. Aber Kevin Nash kontert einfach die Sau und geht für viele Strikes. Jetzt ist er mal für einen Grapple gegangen und das können wir direkt ausnutzen. Können wir eigentlich von hier auch hochklettern? Ja, Mann! Ehre! Jammers! Oh no! Okay, ich habe mich gerade offiziell umgebracht. Scheiße, Digga. Und jetzt haut der hier auch noch einen Sleeper. Digga, ich habe das Match jetzt schon weggeworfen. Gar keinen Bock mehr. Boah, mit Timer sogar. Nice. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ah, ne, erstmal muss ja ausgewählt werden, wer reinkommt. Dwayne. Natürlich Dwayne. Und natürlich wird Dwayne direkt mich forcen. Ne? Sei mal ehrlich. Nein! Macht er nicht. Ehre. Okay, wir haben hier eine Chance, Leute. Ich habe zwar schon Damage und Kevin Nash noch keinen, obwohl ich ihn die ganze Zeit angegriffen habe und Kevin Nash hat außerordentlich viel Flexibility. Aber, es ist wesentlich besser, als ich dachte.
Einfach nur, weil das kein Handicap-Match ist, weil ich bin ja von einem Handicap-Match erstmal ausgegangen. Also, dass die KIs alle so programmiert sind, dass die uns nur angreifen und nicht die anderen. Kevin Nash geht jetzt für einen Jumping Leg Drop in den Ropes, während wir hier die ganze Zeit Smack Talk betreiben. Ist auch wichtig, weil ich meine, wir kriegen so Momentum und können direkt mal einen Finisher raushauen, ohne dass wir irgendein Risiko kriegen oder irgendein Risiko haben, Damage zu kriegen. Finde ich ganz cool. Ich mache erstmal einen auf Shawn Michaels, während der nächste Competitor auf dem Weg ist. Ich frage mich auch ehrlich gesagt, warum sich die Leistenfarbe ändern. Also warum haben wir jetzt eine grüne Leiste und keine blaue mehr? Das sind so Sachen, die ich nicht beantworten kann, ehrlich gesagt, weil ich das Spiel als Kind auch damit nicht genug gespielt habe. Wetten, ist es Goldberg? Nein. Es ist der Sucker. Der gute Booger T. Ja, das ist jetzt ein bisschen Exploiting, was ich hier mache, ne? Das ist ein bisschen hässlich, aber ganz ehrlich, kommt doch zu mir, Leute. Was ist los mit euch? Ja, okay. Ich hätte es nicht sagen sollen. Ja, mach mal deine Kacke da und lass mich in Ruhe hier. Wayne. Das wäre natürlich ein Hammer, wenn wir so einen großen Favoriten direkt aus dem Match bekommen würden. Holy shit. Wir haben gerade Dwayne durch die fucking Chamber Pod gekloppt. Aber Goldberg juckt es nicht. Der bleibt in seinem Pod, auch wenn er einfach rauskommen könnte jetzt. So, der nächste. Komm mal her. Machen wir dir auch gleich. Was sagst du? Das ist so nice. Und apropos der nächste. Der nächste kommt rein und will sich ein paar Schläge abholen hier. Nee, nicht kontern. Woo! Oh. Oh, was kommt da? Was kommt da? Oh mein Gott. Okay, und da kommt Goldberg. Nee, abbrechen. Abort. Nicer Konter von Booger T. Aber ich habe schon gehofft, dass wir das machen können. Und wir können es machen. Alter Verwalter. Das sah ja nicht mal aus wie ein Suplex, sondern wie Brainbuster. On the steel floor, Digga. Wieder der Konter. In die Chamber, sozusagen. Oh mein Gott. Wir Booger T gerade hart. Wobei ich so ein Wort auf YouTube wahrscheinlich nicht sagen sollte. Das wird der Algorithmus wahrscheinlich nicht so gut finden. Vielleicht ist es das erste Mal, dass ich vielleicht ein Wort mal ausbieten sollte. Weil das Wort ist wirklich ein bisschen übel. Und YouTube wird da, wie gesagt, gar nicht gut drauf reagieren. Egal, wir machen weiter und kicken Booger T erstmal in seine Wirbelsäule rein. Also diese Taktik mit, die Leute in die Environment zu schubsen, ist schon sehr effektiv. So, wir kriegen wieder den Konter, den Slingshot, während Christian reinkommt. Mann, Kevin, nerv mich doch jetzt nicht. Alter, gibt er mir erstmal eine Clothesline aus der Hölle. Komm her, Kevin. Komm jetzt her, du alte Sau. In deine Eier getreten. Und jetzt gibt's hier einfach mal die Walls. Auch wenn es keinen großen Unterschied macht, weil der Mann einfach noch nicht genug Rückenschmerzen hat. Was ich für ein Gerücht halte bei Kevin Nash. Oh, der Roll-Up gegen Rocky. Das war aber mighty close. Während wir hier Kevin Nash am Quälen sind. Wir werden ihn damit nicht zum Submitten kriegen, aber zumindest mal ordentlich den Rücken ruiniert. Oh Gott. No! Ouch! Alter, Digga, nichts davon war ein Konter? What? What? Oh fucking hell. Wieder kein... What? Digga, ist das gerade real? Das ist aber jetzt ein Konter. Was? Danke. Mein Gott, das hat aber auch gedauert. Ja, wir slingshotten ihn in den Ring zurück. Das Problem ist bloß, der Damage ist done. Es wird ungemütlich für uns werden. Hä? Okay, da war einfach keine Hit Detection. Das ist dreist und gemein und unfair und dafür müssen wir uns rächen. Mit einem Suplex auf den Canvas. Aua!
und den Pin hinterher. Oh, wobei, da kommt Christian. Komm, wir gehen schnell für den Pin, damit er uns noch holen lässt. War auch nur ein One-Count. Gegen einen angeschlagenen Kevin Nash. Das hat schon was zu heißen. Wir können hier outside of the ring keinen Finisher machen. Also keinen Ground-Finisher. Deswegen gehen wir nochmal für die Walls. In der Hoffnung, dass wir jetzt unser Leben spammen können. Und den nervigen Kevin Nash aus dem Match kriegen können. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon zählt. Wir machen es einfach mal trotzdem. So, let's go. Come on. Alter, der wehrt sich. Der wehrt sich so hart. Come on. Was? Nein. Nicht. Als ob. Oh mein Gott. Als ob das keine Submission war. Oh no. Oh no. Au. Okay, wir sind da vor. Ich glaube, wir werden als erstes in dem Match eliminiert. Er pinnt uns jetzt, oder? Nee, er choked uns. Nee, er neckcrankt uns. Das könnte aber auch schon gefährlich werden, dass wir nicht gegen den Neckcrank hier verlieren. Aber ich glaube, wir werden nicht escapen, aber wir werden lang genug überleben, dass er uns rauslässt. Während es hier ein Finisher nach dem anderen hagelt. Das Problem ist, der gute Big Cav hat bald seinen Finisher ready. Und es ist... Alter, Digga. Danke. Mein Gott. Jericho ist auf jeden Fall schon hart gedamaged. Hä? Der Grapple misst? Okay. Aber der hier nicht. Powerbomb. One. Oh, da ist jemand gepinnt worden. Ich glaube, Booker T. Während wir selber unseren Pin voll versuchen. Die Position für den Pin ist echt ein bisschen awkward, muss ich sagen. Suplex. Nächstes Cover. Kevin Nash hat einen roten Oberkörper. One. Two. Kick out. Nächstes Suplex. Side Suplex. Und können wir ihn jetzt bitte finishen? Danke. Lion Salt. Und das sollte es hoffentlich sein für Big Kev. Das ist ein One-Count. Das ist ein Two-Count. Rocky steht gefährlich daneben, aber es ist ein Three-Count. Oh Gott, da ist noch fucking Goldberg und Dwayne. Und Dwayne ist gerade dabei, fucking Christian zu zerstören. Während wir versuchen, irgendwas gegen Goldberg auszurichten. Der aber noch keinen Damage gefressen hat. Und sich gerade extremst clever anstellt. Und das war kein Konter. Das halte ich für eine ganz schöne Lüge. Wow, das war ein Miss. Really? Wow, und dann hittet Rock natürlich mich. Alter. Ja. Mit einer Clothesline werden wir hier gepinnt, Alter. WTF. Digga, das ist ja einfach nur Bullshit. Können wir das Match irgendwie jetzt skippen oder so? Exit Game? Keine Ahnung. Kommentiere ich euch das über? Ich glaube, ich kommentiere das einfach über. Wobei ich ein bisschen pissed bin, ehrlich gesagt, weil dieses Kickout-System der größte Bullshit ist. Du kannst drücken wie ein Wahnsinniger. Die KI kommt raus auf normal und selber drückt mal alle vier Button wie ein Behinderter. Bei Submission geht's, aber bei Pin-Kickouts geht gar nichts. Ist halt echt ein bisschen insane, dass hier vor allem Christian auch noch drin ist. Wir hätten das Match sowieso nicht gewonnen, einfach mit einem Goldberg, der quasi noch keinen Damage hat, was absolut bescheuert ist. Aber okay. Goldberg geht jetzt auch schon für die Action gegen Christian. Der kontert das allerdings. Landet aber direkt. Alter, Goldberg und Dwayne gehen halt auch beide auf Christian, was echt schon ein bisschen krank ist. Der eine hat den Rücken da vom anderen. Alter, dann wurden wir wirklich mit einer fucking Clothesline gepinnt, Alter. Und dann stehen die beiden Imbeciles auch daneben und machen nichts. So richtig so. Wir tun schon, als ob wir was machen. Wir tun so, aber machen tun wir am Ende nichts. Bisschen bescheuert. Aber okay, ich würde sagen, das kann hier echt noch einen Moment dauern. Deswegen schauen wir einfach, wer der Sieger am Ende ist. Also Goldberg spielt hier jetzt noch ein bisschen rum mit Christian. Geht jetzt für den Jackhammer. Also ich denke, die Sache wird eh gegessen sein jetzt hier. Roter Damage für Christian. Jackhammer ist drin. Cover. One. Two. Christian wackelt noch ein bisschen mit dem Kopf, phantommäßig. Und da ist der Three Count. Bill Goldberg gewinnt das Elimination Chamber Match, unüberraschend. Ich glaube, er war sogar der Letzte, der in den Ring gekommen ist. Also mit so einem overpowerten Dude wie Goldberg dann als Letzter in den Ring zu kommen, ist halt übel. Goldberg holt einen höllisch krassen Sieg aus diesem Match.
Er ist der einzige Überlebende. Die Stahlhölle hat er überlebt. Es gibt keine Freunde, keine Verbündeten in diesem Match. Es gibt nur Feinde. Und es scheint so, als ob die Business Faction ein für alle Mal erledigt worden ist. Ah, okay. Also ist jetzt quasi diese Faction-Nummer einfach gegessen. Aber das wäre sie auch so oder so, egal ob wir gewonnen hätten oder nicht. Hey Jericho, du hast einen guten Job gemacht. Du warst echt gut drauf bei der Survivor Series. Übrigens, würdest du gerne um den World Heavyweight Championship kämpfen? Ja, natürlich. Super. Ich wusste, du würdest das sagen. Jetzt ruhe ich ein bisschen aus. Ehre! Wir haben zwar nur 99 Superpunkte, weil wir das Match verloren haben, aber wir haben jetzt endlich unsere lang ersehnte Chance auf die World Heavyweight Title. Das hat ja auch nur 21 Folgen gedauert, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich glaube, es ist heute die 21. Also, quatschen wir auch nicht weiter hier. Wir gehen direkt rein in unsere, ich denke mal, dann Fehde um die World Heavyweight Title. Ja, scheint so. Wir sehen den Vince. Es sind hier einige Dinge in der WWE neuerdings passiert, aber die sind alle hinter uns. Es wird Zeit, den nächsten Schritt ins neue Jahr zu tun. Also gibt es heute ein Match um die Number One Contendership, also um den Nummer 1 Herausforderer. Es gibt ein Turnier und der letzte Stehende wird der Nummer 1 Herausforderer. Und der erste Herausforderer im Match wird Chris Jericho sein. Na okay. Also wir müssen uns unsere Chance auf den Titel erstmal verdienen. Da bin ich dabei. Ihr hoffentlich auch. Gegen der Hurricane. Also Leute, dafür packe ich die Green Tights aus. Also ich meine hier gegen Hurricane Helms. Also was ist denn das für eine Herausforderung? Also ich meine, Goldberg ist eine Sache, aber Hurricane? There's a Hurricane coming through. Jeder, der weiß, in unserem 2K22 Universe Mode ist der Typ auch am Start. Allerdings mittlerweile ein bisschen anderen Gimmick. Der ist da ein bisschen mehr on the evil side. Das ist ganz lustig, wenn ich das Model hier in dem Game hier sehe, dann sieht es ja wirklich extremst ähnlich zu dem in 2K22. Also es ist ja quasi dasselbe Outfit, selbe Haircut, alles das gleiche, bloß halt neuer. Was echt ganz lustig ist, muss ich sagen. Ich muss auch generell sagen, so grafisch ist 2K22 auf jeden Fall extrem krass, aber es gibt halt einfach noch echt viel Blödsinn, der dabei ist, leider. So. Ah, was ich auch nochmal ausprobieren wollte, ob das hier mit den Jumping Attacks so klappt, wie die gesagt haben. Ja, tut's. Interesting. Interesting. Kann man denn dann vier verschiedene machen oder nur... Nee. Okay, das war jetzt ein Missile Dropkick auf einen liegenden, auf den Gegner am Liegen. Das ist natürlich weird. So, komm mal her. Also ich denke, wir werden versuchen, hier die Sache kurz und schmerzvoll für den Hurricane zu machen. Wir stompen erstmal so weit rum, wie es nur geht. Locken damit ihm ab. Hä? Das war sein Lockup? Warum das denn? Oh no, das ist doch sein Finisher. Also zumindest in 2K22 ist das sein Finisher. Hier anscheinend nicht. Und, oh Gott, der Roll-Up. Ich raste aus. Okay. Ja, mach mal deine hässlichen Taunts, du Sack. Ich trete dir erstmal hier an. Ich klatsche dir erstmal ins Ohr. Das ist nie gut. So, Butterfly. Underhooks in den Backbreaker. Und jetzt der Storm in den Rücken. Oder ins Face sogar, Alter. Der Disrespect von Chris Jericho, der jetzt seine Muhammad Ali Moves auspackt. Spinning Heel Kick kommt auch noch dazu. Chop wird gekontert vom Hurricane, der jetzt einen Kick to the Gut kassiert. Ah, ich glaube, ich weiß jetzt, woran das liegt mit dieser Vibrationsnummer. Also oben rechts, dass wenn ein Superstar gedroppt wird, dass der ganze Body vibrated. Ich glaube, wenn der Stat-Unterschied zwischen den Leuten einfach zu groß ist, wie bei mir und Goldberg anscheinend, dann ist jeder Move sehr effektiv. Das ist jetzt meine Erklärung, die ich habe. Ich würde das jetzt nochmal gerne mit der Powerbomb testen, wobei ich weiß gerade gar nicht mehr, von wo die Powerbomb aus ist. Geh erstmal in die Seile, Hurricane, und dann... Nee. Nee, geh doch da nicht drauf ein. Oh no.
Digga, passend to count. So langsam wieder zählt, das ist ja... Witz! Ab in die Eier mit dem Boot! Ich werde dich zum Submitten bringen, du Sau! Walls sind drin! Cinched in! Hurricane kämpft ums Seil, aber... Glaub, mit so einem wacken Superstar wie Hurricane Helms gibt das hier den Easy Submit und den Easy Taunt. Chris Jericho-Style, ich wollte schon Goldberg-Style sagen, warum auch immer. Irgendwie, Goldberg ist in meinem Kopf, aber ohne Miete gerade. Einfach dieser weitere Niederlage gegen Bill. Also wenn wir wirklich World Heavyweight Champion werden sollen, und ich glaube, wir können es schaffen, weil Dwayne ist in-game nicht so krass wie Goldberg, wird's hart, wenn Goldberg mal unseren Titel herausfordern sollte. Das wird schon echt übel. Wir schauen nochmal, ob es jetzt vielleicht noch eine Cutscene gibt am Ende der Woche von Monday Night Raw. Nee, ich glaube, das progressed einfach ganz normal weiter. Ach, lol. Ach, so funktioniert das. Okay, Booker T und dann Steve Austin. Alles klar. Na, dann machen wir Steve Austin und also Booker T und Steve Austin noch weg, würde ich sagen. In einer Nacht, aua. Aber der Damage carried ja hoffentlich nicht over, oder? Weil das sind ja so drei separate Matches. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Spiel darauf ausgelegt ist, dass das jetzt alles hier, hä? Huh? Initial Grapple Hold. Nach unten ist aber nicht immer eine Submission, Leute. Also das halte ich für ein ganz schönes Gerücht. Also, das sehe ich auf jeden Fall anders. Booker geht schon mal extremst aggressiv gegen uns vor. Was für ein Knee-Strike vom Booker T. Komm mal her. Neckbreaker. Zack. Und Slaps. Und direkt wieder auf deine Füße. Du netter Kerl. Und Clothesline in der Corner. Bulldog. Den macht Chris Jericho ja auch gerne. So, Booker T liegt parat. Okay, das ist dann immer ein Standing Move anscheinend. Das ist einfach weird. Storm in den Rücken. Die Storms hinterher. Nee, nicht sowas kontern. Au! Was für ein Spinning Heel Kick. Nee, lass mich doch mal jetzt hier. Ist doch jetzt mal genug hier, Mr. Hoofman. Ja, der ist wirklich Hoofman. Irgendwie so. Ich erinnere mich. So, da ist der Dropkick. Der macht schon mal ordentlich Damage beim Sucker. Wobei er denkt, dass wir ein Sucker sind. Wahrscheinlich, nehme ich mal an. Nee, nicht. Alter. Okay, wir kriegen gerade nichts gekontert. Saftiger Spinebuster von Booker T. Jetzt aber. Komm, geh mal in die Ecke und krieg einen Suplex jetzt hier. Ja, ich sacke. Ich sacke. Sieht so jemand aus, der sackt? Komm, Storm. Storm, komm. Come on. Storm! Oh, das war eine Art Standing Elbow gegen den liegenden Gegner. So, er ist vor uns, aber kann uns auskontern. Das ist natürlich frech. Wir konnten aber einfach zurück aus. Und kommen mit dem Suplex und dem Pin hinterher. Jericho-Style versteht sich. Wir sind auf dem Weg zum ersten Finisher. Fast der Two-Count. Während der Referee einfach Ewigkeiten unten bleibt, nachdem der Pin schon längst abgeschlossen ist. Noch ein Side-Suplex. Dropped on his head. Einmal bitte im Kreis drehen. Vorarm, Mist, aber nur teilweise Full Nelson Front Slam oder Skull Crushing Finale, wie es The Miz nennt. Slap gegen's Ohr. 1, 2, 3 und für die Powerbombs gehen. 1, 2, Rope Break. Snapback, Lion Salt, Cover. Match over. Das ist der Plan.
Wie die Praxis aussieht, kann ich euch noch nicht sagen. Earl Hebner zählt zu langsam. Das ist frech von dem Mann. Chop, Reversal. Grapple, Reversal. Noch ein Grapple, Reversal. Lockup. 1, 2, 3 und Power Move. Knee Strike und Hurricane Runner. Wenn ich mich richtig erinnere, haben wir auch schon mal gegen Booker T um die Intercontinental Championship gekämpft. Auch gar nicht so lange her. Also mittlerweile fühlt es sich wie eine Ewigkeit an. Ja, steh mal auf, Booker. Nee, nicht kontern. Aua, aua. Waren wir gerade einen Moment verplant, wo Booker überhaupt ist und kriegen dafür den vorherigen Suplex. An Butterfly Suplex, so rum. Das Problem ist bloß, Booker T hat jetzt schon echt Schmerzen im Oberkörper und wir schlagen daraus Kapital. Wer weiß, wie sehr Booker T's Bandscheiben hier gerade in Mitleidenschaft gezogen werden vom Y2J Chris Jericho, der jetzt immer mehr ins Match kommt, allerdings ausgekontert wird, frecherweise. Aber jetzt kommt der Spinning Heel Kick, der Lion Sword, Booker T liegt perfekt und das wird selbst mit einem Sloan Ref wie Earl Hebner die 3 bedeuten. Sehr gut. Wir advancen gegen Stone Cold Steve Austin. Ich finde es ein bisschen schade, muss ich sagen, dass in den Fäden so Heel und Face nicht so die richtige Rolle spielt. Also wir sind ja als Chris Jericho Heel, quasi by design so. Aber es gibt echt selten so Momente, wo man dann, sag ich mal, in der Fäde so Heel oder Face hat. Es ist dann mehr so, ja, die machen was Schlechtes, wir machen was Schlechtes so ungefähr. So, wir haben unsere Pay-Per-View-Tights ausgepackt, uns den Bart angeklebt, stehen im Ring und warten auf die Texas Rattlesnake. Das Glas shattert. Und da ist Stone Cold. Stone Cold. Stone Cold. Letzte Folge haben wir ja den Milchtruck ausgepackt. Da hat mir auch jemand in die Kommentare geschrieben, dass das mehr so ein Kurt Angle-Ding ist. Man könnte es auch Kurt Angle zuordnen, einfach nur, weil der auch mit Milch hantiert hat. Aber google mal Stone Cold und Beer Truck. Das war exakt die Szene, die wir hatten, bloß mit Milch. So. Hä? Warum kommt Triple H raus? Okay, also es ist jetzt ein spontanes Triple Threat anscheinend geworden. Das ist natürlich interesting. Alter, wir wollen aus dem Ring, aber Triple H fängt uns direkt ab. Geht zurück in den Ring. Stimmt, das ist ein Weapons Match jetzt. Da müssen wir unbedingt denken. Wir müssen jeden Equalizer nehmen, den wir hier kriegen. Wir werden vor allem Stone Cold und Triple H dabei zusehen, wie sie die Hölle aus sich rausprügeln. Beziehungsweise mitmachen. Und uns einen so ein bisschen rauspicken. Oh Gott, wir facen den wrong way. Ich glaube, Dings hat Interesse an uns. Steve Austin. Aber Steve Austin scheint eher Interesse an Triple H zu haben. Wir holen den Sledgehammer raus. Vielleicht den Triple H ein Fehler. Wenn der den Sledgehammer sieht, wird er sofort damit zulangen. Alter. Triple H hat gerade mal einen gelben Kopf. Warte mal, konnte man nicht schmeißen? Ja, man kann schmeißen, aber nicht so weit anscheinend. Zumindest nicht in den Ring. Nee. Okay, jetzt kickt Triple H den Ass von Steve Austin ein bisschen. Der wehrt sich jetzt. Mit der rechten Hand. Und den... Oh, noch einer saftigeren rechten Hand. So, aber da sind wir und wir können weder mit Steve Austin noch mit dem Game Triple H hier Gnade haben. Choken jetzt
Stone Cold unconscious. Trennen ihn von seinem Bewusstsein. Genauso wie wir das bei Triple H vorhaben. Komm, Tag Team Aktion, Stone Cold. Was hast du? Scheint nicht zu gehen. Zumindest nicht so wie in den alten Spielen, also in den SmackDown Raw Spielen. Nee, nicht kontern. Oh, das ist ganz scheiße. Das ist ganz scheiße. Okay, zum Glück visiert er den anderen an. Jetzt entwickelt sich hier immer mehr ein Triple Threat Match wirklich draus. Wobei ich den Charakter gerade nicht gechanged kriege. Mein Stone Cold, Steve, oh mein Gott, nicht Steve Austin. Mein Chris Jericho will immer Earl Hebner anvisieren. Das haben wir mal Stone Cold hingekriegt. Alter. Da ist Stone Cold einfach mitten in den Chairshot gelaufen. Oh, und Triple H hat seinen Schlag verpasst und wir haben ihn bestraft dafür mit einem harten Steel Chair Shot gegen den Kopf. Oh Gott, Stone Cold hat einen Finisher. Aber wir konnten ihm irgendwie ausweichen. Gehen jetzt für den Grapple. Droppen ihn auf seinem Oberkörper. Triple H rennt durch die Gegend. Wir landen den Elbow nicht. Autsch. Oh, Facebuster. Das kann gefährlich werden. Finisher Potenzial ist da. Alter, was für ein Kick gegen die Achillessehne. Nee, kein Finisher-Territorium. Nicht? Okay, ich wollte eigentlich einfach mal einen Finisher landen und hoffen, dass wir vielleicht das Cover hinkriegen. Aber ich sehe gerade auch, Steve Austin hat noch nicht so viel Damage. Das wird wahrscheinlich schwer möglich sein. Ich denke, eine viable Taktik wird es einfach auch sein, den Referee out of commission zu nehmen. Wir haben bis jetzt noch, knock on wood, keinen Chairshot gefressen. Zumindest keinen so wirklichen. Na komm! Wir nehmen Steve Austin den Stuhl weg. Allerdings intercepted the game. Woo! Double Chop. Aber Triple H ist schon ein bisschen ruiniert. Komm, wir knocken mal Earl Hebner aus. What? Okay, Earl Hebner schmeißt den Stuhl weg. Stunner! Stone Cold! Steve Austin mit dem Stunner. Und wir versuchen die Rattlesnake auszunocken, aber die Rattlesnake will sich nicht ausnocken lassen. Komm mal her. Powerbombs. Oh, Low Blow. Noch besser. Aber ich glaube, Triple H ist gerade... Ja, Triple H ist gerade gekommen. Ja, das ist hier natürlich keinen Wert. Wir haben einen unserer Finisher mehr oder weniger verschwendet, weil Triple H wird das wahrscheinlich verhindern. Wobei, war das Elimination? Haben die was von Elimination gesagt? Ich glaube schon, oder? Das ist gut für uns, Leute. Triple H macht nichts. Das ist deutlich als Elimination. Aber das Problem ist, Triple H hat seinen Sledgehammer in der Hand. Und schmeißt den nach Steve Austin. Interesting decision. Alter, was ein fucking close line. Ich werde auf jeden Fall trotzdem Pins unterbrechen. Einfach nur, weil ich das Risiko nicht eingehen will. Triple H greift jetzt sich... Die Texas Rattlesnake mit einem saftigen Neckbreaker. Wollte eigentlich auf Triple H drauf gehen. Hab's auch geschafft jetzt. So. Scheiße. Das könnte zu einem Problem jetzt werden. Okay, ein Glück. Komm, steh auf. Steh auf. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Alter, was für ein Facebuster. Finisher? Finisher! Alter. Pedigree with authority. Und wir versuchen zu capitalisieren. Alter, genau so ein Move kommt jetzt. Natürlich. Okay, okay, okay. Unterbrich. Hä? Hä? Ich bin für den Pin gegangen. Okay, egal. Neckcrank. Wird es vielleicht auch tun. Wir sind ein guter Submission-Superstar. Ja, hier ist was drin. Hier ist was drin. Es wird damn close. Come on, Steve. Dein Hals ist doch im Arsch. Ja, Mann. Hä? Also was?
Hä? Warum hat Triple H? Hä? Haben wir jetzt gewonnen? Oh mein Gott, ist Triple H dumm. Jericho übernimmt das Turnier und steht am Ende als Sieger da. Der Last Man Standing. Triple H liegt geschlagen im Ring, warum auch immer. Er ist der Nummer 1 Herausforderer und wird mit dem Rock one-on-one gehen. Nächste Woche. Ja, keine Ahnung, warum Triple H einfach nur daneben stand und einfach nur zugeschaut hat. Wir kriegen 2 Superstar Points dazu, obwohl wir 3 Matches gewonnen haben. Aber 36 Erfahrungen, das ist schon mal saftig. Was auch saftig wäre, wäre ein Like und ein Abo von euch. Gerne im Doppelpack, je nachdem, ob ihr schon abonniert seid oder nicht. Ansonsten lasst einen Kommentar da, sagt mir, was ihr geil fandet, was nicht so. Und was ihr euch vielleicht auch für die Zukunft so wünscht, ne? Wer weiß. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.